Hallo Max. Hallo Horst. Wie läuft's? Super. Ich montiere gerade einen Kermitherm X2 Energiesparheizkörper. X2? X-beliebig ist doch alles dasselbe. X-beliebig? Der Therm X2 ist der Renner. Mit seiner X2-Technik der seriellen Durchströmung ist er einzigartig und in allen Punkten überlegen. Was für eine Serie? Na, serielle Durchströmung. Das heißt, die vordere Platte wird zuerst durchströmt und erzielt dadurch die höchste mittlere Oberflächentemperatur. Ich zeig's dir. Das bringt bis zu 100% mehr Strahlungswärme, bis zu 25% kürzere Aufheizzeit und optimale Reaktionszeit. Damit ist der Therm X2 einzigartig in Komfort und Behaglichkeit. Naja, das sagen andere doch auch. Dann staun mal schön. Der Thermografie-Vergleich beweist es deutlich. Links der Therm X2, rechts die anderen. Na, was sagst du jetzt? Aber das ist längst nicht alles. Durch die serielle Durchströmung hat der Therm X2 auch die niedrigste mittlere Oberflächentemperatur der hinteren Platte. Pass gut auf! Und er erzeugt damit die geringsten Strahlungsverluste zur Außenwand. So erreicht der Therm X2 die absolut höchste Energieeffizienz auf dem Flachheizkörpersektor und spart dadurch bis zu 11% Energie und noch zusätzlich ca. 20% Pumpenantriebsstrom. Na, hat's jetzt geklickert? Aber die TX2-Technik gibt's doch sicher nur für bestimmte Baureihen. Und bei der Renovierung stehe ich dann dumm da. Pustekuchen! Du verwechselst das mit den anderen. Kermi ist als einziger komplett. Mich gibt's als Ventil, Ventilmitte, Plan oder Profil, kompakt, bis zum einzigartig kompletten Austauschprogramm für sämtliche Renovierungsanforderungen inklusive Kompaktversion. Aber in Verbindung mit Wärmepumpe und Solar sieht dein Therm X2 dann richtig alt aus, wie alle Flachheizkörper. Von wegen! Nieder- oder Hochtemperatur. Der Therm X2 ist auch optimal kombinierbar mit allen modernen Wärmesystemen. Wärmepumpe, Solar, Brennwert, Fernwärme, Pellets und zur Montage aller Arten von Heizkostenerfassungsgeräten. Donnerwetter, das ist ja... Immer noch nicht alles. Die Ventilversion ist mit KV-voreingestelltem Ventileinsatz ausgerüstet. Damit sind die KfW-Förderbedingungen zum hydraulischen Abgleich bereits erfüllt. Sicher? So sicher, wie es auch an der Sicherheit insgesamt nichts zu rütteln gibt. Denn die Kermi-Befestigungstechnik ist genauso fortschrittlich und erfüllt die Anforderungen der VDI 6036 voll und ganz. Aha. Du siehst, der Therm X2 kann alles, was ein Flachheizkörper der Zukunft können muss. Und das definitiv besser als alle anderen. Nur sprechen kann er nicht. Ja, dann ist ja alles mehr oder minder nur heiße Luft, was die anderen behaupten. Du hast's erfasst. Die kannst du dir in Zukunft sparen. Und damit viel Energie, Zeit und Ärger. Der Therm X2 ist nicht umsonst bestes Produkt des Jahres 2012.